kommt total angeschlichen. Ist er jetzt tot? Jo, ist er. Wie er da um die Ecke kam. Ich komme mal ganz langsam. Schleich mich mal an. Ich glaube, damit haben wir den Teil hier erfüllt. Dann müssen wir jetzt nur noch einmal nach hinten. Oh, wie viel Munition ich gleich am Anfang kriege. Ist das echt unglaublich. Schon wieder zwei Stück. So. Das war jetzt natürlich cool. So, als nächstes fahren wir die Ecke. Da sehen wir ihn schon in den nächsten Schergen. Solange er nicht auf uns schießt, ist alles in Ordnung. Jetzt stellt er sich hin und jetzt ist er tot. Tja, und wir kriegen hoffentlich wieder was. Ja! Mehr Munition als wir brauchen. Aber okay, so. Rein ins Boot. Und gucken wir uns erstmal hier um. Hier ist zum Beispiel um eine Tür, die noch nicht offen ist. Hier hinten ist wieder was. Boah, keine Ahnung. Okay, die müssen wir wahrscheinlich erst aufmachen. Ich kletter erstmal hier auf die andere Seite, weil da konnte man hoch. Wo kommt der denn her? Komm Leute, den haben wir aber eben noch nicht gesehen. Hat er auch was verloren? Der hat mal nichts verloren. Ich dachte schon, wir werden hier so zugekleistert mit irgendwelchen tollen Sachen. Schade. Okay, hier können wir noch nichts machen anscheinend. Wir müssen erst die Tür da aufkriegen. Da müssen wir mal mit unserem Bötchen weiterfahren. Wir haben ja momentan auch, glaube ich, nichts mehr. Ne? Fahren wir einfach mal mit unserem Bötchen weiter. Ah, guckst du an. Das ist doch peinlich. So, auch ich. So, jetzt können wir eigentlich schon mal das machen, was... Oder uns das angucken, was hier passieren wird. Jetzt geht nämlich die Tür auf und man hört gleich das... jetzt müsste man theoretisch in das Boot hier... Hier das Boot schon so hinstellen, dass man hier die äußere Rampe nimmt. Und alles... Also hier lang die Rampe, dann da vorne hochkraxelt und so weiter. Jetzt hört man... Aber irgendwie haben wir was verpennt. Das muss ich jetzt suchen gehen. Weil wir haben erst eine Luke offen. Und das ist eigentlich schlecht. Und hier müssen wir halt noch hin. Das heißt, wir müssen jetzt herausfinden, wie wir die eine Luke aufmachen. Das heißt, ich tauche jetzt mal hier rein. Ja... Das ist mir eigentlich egal. Ich suche ja den weiteren Weg. Oh, guckst du an. Da ist auch noch eine Tür. Gucken uns hier mal um. Aha. Ein Schläger. Aber ich glaube, hier müssen wir auch noch rein. Jetzt schubst du mich nicht schon wieder ins Wasser. Nein, ich will nicht ins Wasser. Wie er guckt. Uff. Uff. So, dann gucken wir uns mal hier um. Die armen Ratten. Gut. Aber hier haben wir anscheinend einen Schalter. Mal gucken, was der auslöst. Okay, der macht die Tür auf. Die brauchen wir auch noch. Also ab zu dieser Tür. Na, ich glaube, die... Naja, da lang. Weil ich will ja auch wirklich das schaffen. Da lang. Wir haben uns, unser Boot ist jetzt mittlerweile da hinten. Und wir gucken uns mal hier um. Ein Schlüssel!
Jetzt überlege ich gerade. Achso, das ist der Anfangsschlüssel wahrscheinlich. Und hier vorne können wir noch hoch. Ja, ja. Und da oben erwartet uns irgendein Frickel, ein Schläger natürlich und ein Hund. Puh, das war gut, oder? Und die hat wieder was dabei. Und wir haben hier wieder einen Schalter. Damit machen wir jetzt bestimmt die Tür hier auf. Ja, natürlich machen wir dadurch die Tür hier auf. Was ist denn das da? Soll das eine Antenne darstellen? Das Ding ist mir noch nie aufgefallen. Das da. Tja, da hat wohl irgendjemand Satellitenfähr. Quatsch. Was ist das denn für eine alte Antenne? Sagt mal, Leute. Naja. So, jetzt haben wir hier einen Schlüssel, der nach ganz vorne muss. Dann werde ich jetzt erstmal nach ganz vorne gehen. Unser Boot steht ja schon da hinten. Du. Was ist jetzt hier lang? Was ist eigentlich hier lang? Ach so, ja, von da hinten würden wir jetzt kommen. Wir würden jetzt den Weg hier durchgehen. Aber wir sehen schon, da hinten ist das Gitter. Obwohl, da kann ich ja nicht lang. Ich glaube, der Tauchweg ist nicht eingeschränkt. Nö. Also hier würden wir durchgehen. Und das Gitter davon müssen wir jetzt noch aufkriegen. Und das ist gerade unsere Mission. Wir machen das Gitter hier auf. So, dadurch. Und da vorne müssen wir einen Schlüssel einsetzen. Und ich denke mal, dadurch kriegen wir das Gitter auf. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist das Level auch bald geschafft. Gott sei Dank. Also, eiserner Schlüssel. Das sah doch eben noch weiß aus. Naja. Der hat jetzt die ganze Zeit auf uns hier gewartet. Hallo, der war... Oh ja, hätte ich ein kleines genommen, hätte ich wenigstens wieder ein... Ist wiederbekommen. Das ist gemein. Ja, und was bringt mir das jetzt? Ach, da vorne. Ich dachte schon, was bringt mir das jetzt? Aber hier ist der Schalter. Flipper! Und die Tür geht auf. Die Tore macht weit. Es kommt die... Was? Die Lehrer durchspringt Wände. Frau. Habt ihr es gesehen? Ist ja anstrengend. Ist ja anstrengend so. Ach, jaha. Schon wieder das Bub. Egal. Schwimm weiter. Ja, los. Tauchen. Tauchen geht schneller als schwimmen. Komischerweise. Hier lang. Und dann darf ich gleich den Weg nicht verpennen. Das ist ja so eine... Oh Gott, wie weit die schwimmen kann. So weit könnte ich noch nicht mehr schwimmen. Und jetzt immer noch Luft. Das ist einfach unglaublich. Es klingelt bei mir. Ein Moment, Leute, es hat bei mir geklingelt. Wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder und ja, mein Freund hat mir irgendeine Information gegeben von wegen... Du musst doch Haarbürsten mitbringen. Die habe ich vergessen einzupacken. Okay. Ach ja, und wir können vielleicht noch ein bisschen später. Erkläre ich dir später. Hä? Ja, okay. Wenn du meinst. Okay. Ja, wir wollen nachher in die Schwimmhalle. Weil es ist ja wieder Swimming Time. So. So, jetzt müssen wir uns hier einstellen. Und so speichern wir auch gleich vor dem Schalter ab, falls wir es nicht schaffen. Können wir dann immer wieder so zum Schalter zurückkehren. So läuft das Ganze. So. Okay. Das läuft auch.
lass mich raten, ich habe irgendwas Wesentliches verpennt. Wo war der Turbo? Ich muss nochmal laden. Und herausfinden, okay, Options. Ich will wissen, wo ich nochmal den Turbo habe. Hochlaufen, links, rechts, entfernen, Schritt gehen, springen, Handlung, Waffen, umsehen, rollen, Inventar. Steuerung, Handlung, springen, umsehen, Rolle. Wie mache ich nochmal den Turbo? Ja, muss ich jetzt herausfinden. Ich drücke gerade die... Ah, so geht's. So, da ist übrigens der... Waffe, ich habe jetzt übrigens die Steuerungstaste im Rück. So, jetzt müssen wir hier nur noch rein. Nein! Das ist unfair. Lass mich da durch. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben 24... Also, ich habe 24 Minuten gebraucht. Ich habe keine Geheimnisse gefunden. Ich habe ja noch nicht mal gesucht. 22 Gegner haben wir besiegt. Das waren ein paar Hunde und ganz schön viele Typen irgendwie. Und ein paar Mäuse. Oder Ratten. Ja, ich habe ein paar 30... 40 Munition, ne, 50. 50 Munition umsonst verballert. Und 3 Medipacks insgesamt gehabt. Also ich glaube, die großen werden als 1.0 und die kleinen als 0.5, glaube ich, gewertet. Und 2 Kilometer zurückgelegt. So sieht Tomboy das zweites Level aus. Und jetzt mache ich einen Cut und dann sehen wir gleich, wie es im nächsten Level weitergeht. Bis gleich!